Ja, hallo liebe Freunde und willkommen wieder zurück zu Koikatsu Sunshine. So, weiter geht's. Mal gucken, was uns heute alles so Schönes erwarten wird. Ah, raus geht's, ab in die offene Welt. Was wird uns heute wohl begegnen? Ich habe ja, wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung, wo ihr euch das Spiel runterladen könnt. HF-Patch ist auch in der Videobeschreibung, der Link drin, könnt ihr euch dann auch runterladen, könnt ihr dann auch spielen, alles kein Problem. Hinzu will ich gleich noch hinzusagen, da könnt ihr auch mal gucken. Da gibt es auch Sunshine, also da gibt es auch das normale Koikatsu. Guckt es euch einfach in aller Ruhe an. Bei den HF-Patchern werdet ihr auch dementsprechend auch zu den nötigen Spielen, was ihr euch selber runtergeladen habt und installiert habt, auch den nötigen HF-Patch finden. So. Wir wollen erstmal gleich wieder in Ego reingehen. So, wie gesagt, Hikari. Ach, verdammt, ich habe Hikari noch nicht umgeändert. Ich muss das hier mal im Original auch nochmal irgendwann ansetzen lassen. So, erstmal Tagesalltag, Blumen gießen. Während ihr alle hier am Futtern seid, gieße ich die Blumen. Das ist das Richtige. Alter, hier wurde aber hardcore-mäßig abgekocht, ey. Scheint wohl der neue Hit hier zu sein, wa? Nein, die Pein am Morgen möchte ich mir noch nicht geben. Nein, noch nicht. Obwohl, letztens war es ja ganz gut. Danach ging aber wieder alles schief. So, wir haben einen neuen Kandidaten hier. Sind mal wieder 4 neue Leute mit drauf gekommen. Shiori hat es auch mit ins Spiel geschafft. Ihr merkt also schon mal ganz kurz vorweg, nur mal so, ich habe mir, wie gesagt, auch ein bisschen Mühe gegeben, nicht dieselben Standardcharakter überall wieder mit reinzunehmen, sondern auch wieder viel neue, abwechslungsreiche Characters hereinzupacken. Gestern mir auch mal wieder ganz kurz überlegt, nochmal wieder ein paar neue, 4 glaube ich, neue wieder zu erstellen. Lasse die nebenbei immer auf meinen Save, meinen Testspiel durchlaufen, guck mir das Ganze mal an. Ich kann nur sagen, der Test läuft bisher noch einigermaßen alles stabil. Bin da jetzt bei ungefähr, keine Ahnung, wie viele Leuten. Also 60 habe ich Maximum eingestellt. Ich könnte aber noch höher gehen. Aber bisher läuft es noch stabil, RAM-mäßig, alles soweit noch ganz gut in Ordnung. Wir schauen mal. So, aber jetzt nochmal zu Shiori. Mal sehen, was bei der so los ist. Gucken wir mal. So, how do you like to live here? Okay, du magst wohl hier, alles ganz okay, das ist sehr schön. Entschreckende Studi-Tour. Oh cool, also mag die das, also so ein bisschen so Studi-Tour, also die, Erkundungstour, sag ich mal so, dass sich alles angucken, alles mögliche ansehen, scheint ganz nett zu sein. You're a comparous girl, are you? 友達からもよく言われる。でも、君ほどじゃないと思うよ。Okay. Hm. Sind wir darüber auch schon Bescheid? Enjoy the Studio Tour hatten wir ja schon. いろんなことに挑戦してるよ。俺、もうこんな時間。君っておしゃべり上手だよね。また後で話そう。Interessant, also Shiori auch ganz nette Dame, kann man auch nicht...Scheint wohl von Charakter her ganz nett zu sein, nicht so durchgeknallt und abgedreht. Mal halt was Normales. Lisa gibt auch wieder Vollgas. Hast du echt noch Stöckelschuhe an, während du im Swimmingpool bist? Ist das nicht bearbeitet? Mal wieder? Naja. Wir müssen irgendwann nochmal die Massage nochmal durchknallen lassen. Also irgendwann geht's nicht mehr weiter, das muss ich auch mal massagemäßig mal was am Start bringen hier. Zeige ich auch mal die Massage, wie das funktioniert. Nichtsdestotrotz nehme ich mir noch ein bisschen Zeit, mache erstmal Erkundungstour, gucke mir erstmal ein bisschen nochmal die Insel an, mal sehen, was hier alles nochmal so schön ist an kleinen Trophies so gibt, womit man nachher, beziehungsweise auch mit den Girls, mal ein bisschen labern kann drüber. Wie gesagt, Koikatsu Sunshine ist einfach, oder besser gesagt, überhaupt allgemein Koikatsu, habe ich ja, denke ich, mal auch schon erzählt. Das ist ein Spiel, das genießt du einfach. Da wäre das für Anime-Fans definitiv ein Spiel, was man nur empfehlen kann. Sehr beliebt unter Anime-Fans und alles. Natürlich auch Koikatsu Sunshine, nicht nur der Creator ist. Meisten, ehrlich gesagt, spielen sehr gerne oder kreieren sehr gerne hier ihre Leute, spielen zwar auch das Main-Spiel etwas, aber meistens wird hier eher mehr wirklich die Kreation hochgeballert. Oh, warte, ich krieg
Trackball. Souvenirs, geil. Was ich auch cool finde. Wie gesagt, mal gucken, was ILL Games mal irgendwann abreißen wird. Ob sie vielleicht mal eventuellerweise Lust bekommen werden, hier einen neuen Part oder ein neues Teil. Mal in einer, was ist denn das? Oh, yes. Ich finde mehr Trophics. So, dann haben wir die Dame am Start. So, schlag mich tot. Ich weiß, dass ich habe die nicht großartig viel bearbeitet. Ich habe aber ganz kurz mal ein bisschen den Hintergrund über die Dame angestellt hier. Und ich habe herausgefunden, die kommt aus, wie hieß denn das Ding jetzt? Dragon? Nee. Demon Slayer. Genau, Demon Slayer. Ich selber habe die Serie mir kurzzeitig mal angesehen. Habe sie aber nicht durchgesehen und bin auch noch nicht so weit gekommen, dass ich sagen kann, ah, die kenne ich, das ist ja... Also, ich habe keine Ahnung, aber für alle Leute von Demon Slayer, ihr seht also auch sehr gerne, dass die Anime-Branche hier auch gerne Einzug in die Games findet, was ich auch cool finde, meiner Meinung nach. Ich kann euch auch jetzt nicht genau sagen, wie gut sie getroffen ist, das könnt ihr selber beurteilen, wenn ihr Fan der Serie Demon Slayer seid. Könnt ihr mal runterschreiben in die Kommentare, ob die gut getroffen ist oder nicht. Es gibt so viele Charakterinnen. So, erstmal nicht so schüchtern sein, ganz locker. Ich bin nicht böse, ich bin nicht so, ne? So, ist meine Secrets. Okay, das haben wir schon mal gleich ein bisschen locker. Komm, frag mich mal was. Mangroven? Wirklich? Mangroven? Kann es nicht irgendwas... Ich hab so viel... Warum Mangroven? Warum denn gerade Mangroven? Hab ich das Ding denn nicht? Nein. Ach, that's the question. Ja, vielleicht später mal. Komm, bringen wir noch ein bisschen in Smalltalk was raus. Schön. Scheint ganz gut auch mit der Conversation so ganz gut zu laufen. Nochmal ein bisschen Smalltalk. Kanjori? Wie spricht man das aus? Kanjori? Naja, komm. So, die Original Hikari. Wie gesagt, ein bisschen abgeändert, aber ich finde das trotzdem gar nicht mal so schlecht. Mich auch. Sag mal, Hikari, jetzt mal ganz ohne Flachs, ne? Dann müssen wir gleich eine Tote zusammendrehen, ne? Ja, okay, komm jetzt aber mal. Zeig mir mal eine schöne Tourismus-Tour. Sightseeing, los, komm. Okay. Nein, du sollst mir das Zeug zeigen, nicht ich dir. So. Ein paar Sachen bestimmt. Ja, ein paar Sachen, die ich noch nie zu Hause gesehen habe. Ist gut. Ich glaube, die will mir gerade Scheiße andrehen. Wahrscheinlich kriegt die dafür einen Bonus, wenn ich jetzt hier den ganzen Müll noch kaufe. So kommt mir das gerade rüber. Als wäre ich so mit einer Vertreterin da unterwegs. Die mir sagt, oh komm, guck dir mal die ganzen Sachen hier an und da. Oh, guck mal, wie diese, heute ist ein Preissonderangebot auf dieser Ecke. What? Hauptsache, du kommst mit einem dicken, Hauptsache, kommst an die Kasse an, hast erstmal auch die Kohle ausgegeben und sie kriegt davon mindestens 20% Provision. Oh Mann. Alles klar, Hikari. Ich danke dir sehr. Merken wir uns das mal ganz kurz für die Zukunft. Mit Hikari Sightseeing zu machen. Und die Brieftasche ist leer. Nee. Das lassen wir mal lieber sein. Ich glaube, mit Hikari mache ich nicht nochmal Sightseeing. Lieber ein bisschen Tourismus oder so. Vielleicht wird uns da das Geldbeutelchen nicht so leer gerissen. So, wir können uns überlegen, was wir machen wollen. Ich möchte gerne nochmal wieder ein paar
Sachen dazu holen, weil ich finde, die sind immer ganz gut, wenn ich die Sachen halt habe, weil so kann man dann auch ein bisschen mehr mitreden und wir kommen vielleicht ein bisschen besser an. So, auch noch nicht kennengelernt. Wieder eine Dame, die wir noch nicht kennengelernt haben. Yoko. Was los ist? Nur ein kurzes Gespräch, so, habt ihr noch nicht gesehen auf der Insel. Man muss ja mal ein paar Freundschaften aufbauen und sich mal ein bisschen mit manchen Leuten unterhalten. Genau, und da sprechen wir natürlich als erstes über das gestrige Fernsehprogramm. Du hast auch nichts Besseres zu tun, als abends in dein Zimmer zu sitzen und Fernsehen zu gucken, wa? Okay. Korallen. Warum müsst ihr mal das fragen, was ich nie habe? Ach, fängt ja schon mal wieder gut an. Ja, komm, erzähl mir was über Korallen. Saw the stream in another night? Was für ein Traum? Aha, ich auch. So, do people of telling you, dass du erotisch bist? Ja. Okay, das ist eine Aussage, die ich jetzt so nicht unterschreiben würde, aber okay. Wirklich? Halten wir das einfach mal da im Stand, dass es gerade erst morgens ist. Unser Gehirn ist noch nicht ganz wach. Immerhin sind unsere Synapsen vielleicht durch den Kaffee noch nicht ganz angeregt worden. So, ich bin hier zu selten. Ich muss einfach mal wieder ein bisschen ins Aquarium gucken, weil ich den Bereich manchmal einfach zu sehr ignoriere. Was ich allerdings ziemlich schade finde, weil wie gesagt, eigentlich finde ich... Ja, wieder Souvenire, ne? Eigentlich finde ich das Aquarium mit eines der gelungensten Sachen hier von Koikatsu. Mir gefällt das Aquarium wirklich sehr, sehr gut. Ich hätte mich sehr drauf gefreut, wenn es hier oben noch ein Stück weiter gegangen wäre. Ich finde es einfach schön gemacht worden. Du hast es auf mich abgesehen, oder? Geht hier auch noch direkt auf mich zu. Ich guck einfach mal. Nein. Okay, wisst ihr was? Wir haben noch nicht... Es ist ja gerade morgens, da kann ich eigentlich nicht so viel verkacken. Also ran an den Speck. But I waste my time with pointless... Alles klar. Okay, das ist doch schon mal schön, dass du deine Zeit mit sowas So, komm. Hey, weißt du was? Ich habe dich tausendmal über dein... Ich würde das echt gerne mal wissen. Wie sieht's da bei dir so... Was? What do you think about people who prefer the dominating husband? Okay. Ich glaube, das war mal wieder falsch gesagt. Wir lassen das ein. Ich rede am besten gar nicht mehr über Lilis Leben. Ich glaube, das hat absolut überhaupt gar keinen Sinn. Oh nein. Soll ich das Charisma wieder von... Oh, ich krieg die Faust noch. Irgendwann habe ich die Faust hängen. Weißt du was? Komm, lass uns irgendwas mal zusammen machen. Wollen wir mal die lockere Sachen ein bisschen lockerer. Immerhin tun wir was mit ihr. Okay. Do you know Shisha is a guardian? Ah, sie ist a guardian spirits. Das haben wir ja schon mal draus gelesen. Dass es ja hier um verschiedene religiöse, besser gesagt, spirituelle, das ist nicht religiös, sondern spirituelle Gegenstände geht, die von Geistern halt verschiedene Wirkungen halt haben. Die kann man dann eben halt malen. Das wird in diesen, an der Tafel und alles auch noch ganz genau erklärt, was die spirituellen Wesen für einen Zweck haben. Und zwar gibt es da die unterschiedlichsten Zwecke. Kennt man ja viel. So. Genau, hier sagt das eben halt Evil Spirits. Mm-hmm.
Es ist useless. Ich glaube, sie steht da nicht so drauf, ne? Hey, was haben wir unser Bestes gegeben? Es war auch wirklich unser Bestes. Naja. Unser Bestes bleibt es auch gewesen zu sein. So, holen wir uns mal ein bisschen was zu trinken nochmal ab. Ich brauche nochmal was zu trinken. Nach der Sache, der eben gerade war, das mal wieder ein reiner Höchstkampfsport. Warum so durchgeschwitzt? Also bei ihr läuft es auch gar nicht mal so schlecht. Wir sind eigentlich ziemlich kurz gut drauf. Kommen sogar richtig gut mit ihr klar. Fällt mir gerade mal so auf. Das war wohl auch nicht der ganze Treffer, aber egal. So, wir können mal... vielleicht mit ihr was zusammen machen. Wohl nicht. Okay, wollen wir was zusammen spielen? Also besser gesagt am Strand was machen zusammen? Das heißt wohl ja. Mein Gott. So. Heavy Workout. Doch bitte nicht jetzt ein Heavy Workout machen. Scheint voranzukommen. Okay, dann lass uns mal anfangen. Okay, erstmal bei 30 Grad kochender, brennender Hitze Workout machen. Egal, sie hatte Spaß. Ich bin halb tot, bestimmt erledigt. Brauche danach 30 von diesen Juice-Dingern da, damit ich wieder irgendwie fähigkeitsmäßig am Leben wieder teilhaben kann. Ansonsten bin ich halb gekocht und geschmort. So, wir gehen nochmal hinten zu dem Vogelnest nochmal. Wow! Oh Gott, ey! Geht's vielleicht noch offensichtlicher? Wir wären uns ja fast noch in die Fresse gerannt. Boah, Yuka, ey, meine Güte, du hast aber auch echt einen Run, ey. Ja, warum reden wir auch gerade von unserer Tante? Das ist, sie so uninteressant zu wissen, wie, weiß nicht, wenn wir wohl den Stein da hinten in der Ecke labern. Snorkeling? Wieso? Was, heute heißt es doch, ich finde sehr viele Trophics und kann doch gut mit gegenkontern, ne? Komm, ich werde auch fischen. Nein, was, um ein bisschen irgendwie an den Gang ranzukommen. Ich glaube, die hat kein Problem damit, über ihr Liebesleben zu reden, oder? Okay. Seht ihr, also Yuka gibt euch den Tipp mit, wie ihr am besten bei Mädchen... Erstmal solltet ihr mit eurer persönlichen Hygiene starten und euren Style. Dann läuft das alles schon fast von alleine. Danke, Yuka. Wir werden uns dran halten. Ja, ist natürlich auch wichtig. Man sollte echt nicht aussehen wie der letzte Lumpi. Obwohl ich jetzt gerade, wenn ich jetzt hier mal... Es ist morgens um 5:30. Glaubt mir, Leute, ich sehe auch nicht gerade aus, als wäre ich aus dem Ei gepellt. So, can you flirt in front of another people? Das ist eine gute Frage. Keine Aussage ist auch eine Aussage. Okay, weißt du was, Yuka, alles gut. Nein. Ja, ich will es gar nicht herausfinden, ob du dann nachher... Ob die nachher noch voll einen drauf liegt, will ich gar nicht wissen. Will mir jetzt die Vogel jetzt da hier da angucken. Oh mein Gott. So, haben wir ja schon ganz gut was gesehen. Jetzt gehe ich nochmal... Ah, Yumibel ist übrigens auch ein schöner Ausblick hier unten. Es ist zwar alles sehr kantig und sonst was alles, aber es ist schön stimmig irgendwie auf dieser Insel. Weiß ich jetzt gerade so, wo die meisten Leute sagen, so ganzen
Scheiße und dies und das alles, was passiert ist und sowas alles. Es ist doch mal ganz schön, mal sich auf so einen Inselort zurückzuziehen und einfach mal die Seele so ein bisschen so im Spiel mal baumeln zu lassen, würde ich sagen. Ne? So, bei mir auf den Test-PC ist übrigens dann die Hölle los, wenn ich hier langkomme. Da ist hier meistens voll am Laufen. So, Also Iri, immer noch ganz chillig, wir sind immer noch ganz gute Browsies, oder? Okay. Was? Manta Ray? Ach komm. Ich merke schon, heute ist es echt schlecht, irgendwie Fragen zu stellen. Komm, lass uns nochmal ein bisschen was zusammen Sightseeing machen. Hey, was das kloppt mit ihr oder mit ihnen. So, pretty nice. Ah, wir sind wieder am Leuchtturm angekommen. Hat er dann nachher doch Fun gehabt? Na, endlich. Meine Güte, ey. Man kann sich auch manchmal ein bisschen anstellen. So. Hm? Ach, egal. Wer da auch hochgekommen ist, war mir jetzt egal. So, noch einmal kurz über den Strand nochmal gebübbelt. Ikari macht sich auch fertig. Ja, die Strandschönheiten sind auch wieder voll am Start. 30 Grad Brennhitze ist auch wieder am Start. Ich glaube, Mutti müsste jetzt auch ihren Sonnenbrand endlich mal gereinigt bekommen haben. Wenn das passieren sollte, dass Grafiktexturen irgendwie verwaschen oder irgendwie, wie zum Beispiel das Sonnenbrand-Feeling gerade passiert ist, Charakter einfach nochmal neu bearbeiten. Dann läuft das. So. Nächste auf der Liste. Die kennen wir auch noch gar nicht. Is it true? Is I? gut, dass wir nicht weiter geredet haben. Ja, vielen Dank, Kunden. Special Dishes, immerhin. Ach komm, ich geb's nicht auf. Warum? Kauf doch, was du willst. Ist mir doch egal. Soll sie sich doch Spieltiere da kaufen oder was weiß ich, was sie alles möchte? Okay. Ja. Mal geredet auf alle Fälle. Interessant, interessant, interessant. So, ich würde sagen, ich gebe den Tag jetzt heute mal ab. Ich sage ja immer so 20 Minuten ist immer so ein Maximum. Das reicht, um eure Geduld lang genug zu strecken. Und ich werde mal gucken, wird beim nächsten Tag wieder, aber beim nächsten Zeit, jetzt haben wir gleich Noon, so nachmittags. Mal sehen, was da alles so schön ist. Ich will ja unbedingt mal dieses Massageding nochmal durchgeben. Vielleicht machen wir das entweder nachmittags oder abends. Je nachdem, wie es so aussieht. Auf alle Fälle sehen wir uns dann wieder, wenn es wieder weitergeht mit Koi Katsu Sunshine. Also dranbleiben und weiterschauen.